herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach ein Brot für dein Baby backen kannst. Also viel Spaß! Fangen wir direkt an. Du brauchst 250 Gramm Zucchini, 450 Gramm Dinkelmehl Typ 630, einen halben Würfel Hefe bzw. Trockenhefe, ein bisschen Öl und ein bisschen Salz. Außerdem brauchst du eine große Schüssel. Als erstes habe ich die Zucchini gewaschen und dann habe ich sie noch gerieben. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Nachdem ich das gemacht habe, habe ich Salz über die Zucchini gestreut, damit sich das Wasser löst. Diesen Schritt kannst du aber auch weglassen und kannst einfach anschließend dann noch ein bisschen Wasser hinzufügen. Dann habe ich die Zucchini stehen lassen, damit sie noch ein bisschen Wasser zieht und habe dann in einer separaten Schüssel Mehl und Trockenhefe miteinander gemischt. Dann habe ich die Zucchini mit der Mehlmischung verrührt und habe anschließend 30 ml Öl zu dem Teig hinzugefügt. Füg am besten noch 200 ml Wasser zu dem Teig dazu, dass er nachher auch sich gut verkneten lässt. Anschließend habe ich alles miteinander verknetet und habe den Teig für eine Stunde ruhen lassen. In der Zwischenzeit habe ich die Brotbackform eingefettet. Nachdem der Teig schön aufgegangen ist, habe ich ihn in die Brotbackform gefüllt. Und dann kam das Ganze für 35 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Backofen. Und das ist jetzt das fertige Brot. Ich habe das noch aus der Backform geholt und habe es anschließend noch aufgeschnitten und ich kann dir sagen, das ist wirklich super, super fluffig und weich und auch sehr saftig. Ich bin auf den Geschmackstest gespannt. Mhm.
too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going. Hallöchen. Vor der Kamera. Hinter der Kamera? Vor der Kamera. Geschmackstest. Es ist so lecker. Oh mein Gott. Das ist eigentlich für Arian, aber schmeckt richtig gut. Mal schauen. Ja, guck erstmal den Fernseher, genau. Dass ich dich schön sehe. Ein bisschen Bildung. Und was sagst du? Mir gut? Ja? Beim Nicken. Definitiv ein Nicken. Gleich das zweite nehmen? Okay. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Like oder ein Abo oder auch beides dalassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!